halszakker. Die zogenaamde Spaanse furie. Nachdem soldaten die betaald worden waren. Die plundering Antwerpens im jaar 1585 door den Herzog van Parma, Alessandro Farnese, waren een weitere catastrofe. En viele flohen ins Ausland. Sie standen voor de Wahl, entweder zum Katholizismus zu konvertieren, wie es Emmanuel Adriaansen tat, oder fortzuziehen. Einige Musiker mussten jedoch da geblieben sein, wie auf diesem Gemälde von Adriaan van de Venne zu sehen ist, das den 12-jährigen Waffenruhe zwischen Spanien durch Albrecht und Isabella, den Herzögen, und den protestantischen Provinzen des Nordens darstellt. Man sieht einen Laute und einen Zisterspieler. Aber wir haben keine Ausgabe mit lauter Musik mehr aus dem Süden der Niederlande. Joachim van den Hoven ging nach Holland und Adriaan Dens nach Deutschland. Es muss hier doch auch lauter Musik aus dem 17. Jahrhundert geben, aber wo? Karel Moens, der Konservator des Musikinstrumentenmuseums in Antwerpen, gab mir einen Tipp. Es liegen einige nicht untersuchte Lautmanuskripte in der Universitätsbibliothek Gent. Diese Bibliothek habe ich zum ersten Mal Anfang 2012 besucht. Die Lautstücke waren nicht in Rissen oder einem anderen Datenbestand verzeichnet. Die Handschrift besteht aus 29 von den 8 Lautmanuskripten, 17. und 18. Jahrhundert katalogisiert waren. Die Sammlung enthält auch Rechnungen für Reparaturen von Instrumenten, für Lob für Musikstunden, Anleitungen zum Spiel der Blockflöte und so weiter. Der gesamte Inhalt der Schachtel hat mit Musik zu tun. Nachdem ich das Manuskript im Jahr 2012 wieder entdeckt hatte, wurde alle Stücke professionell gescannt und als bedeutendes Kulturerbe online gestellt. Der Inhalt ist im Tagungsbericht des Lautensymposiums Utrecht von 2013 erörtert und inventarisiert worden in der Lute in den Netherlands in the 17th century. Am Tage meines ersten Besuches habe ich hunderte Bilder gemacht und bei näherer Betrachtung fielen mir verschiedene Tabulaturtypen auf. 4, 5, 6 Linien und durch die Hilfe vieler Forscher wie diese wurde mir klar, dass ich auf besondere Tabulaturen für 5 verschiedene Arten von Zupfinstrumenten gestoßen war. Es sind folgende Manuskripten. Eine für 11-chörige Barocklaute in D-Moll-Stimmung, eine für Barockgitarre in Alphabetto und ein Stück in italienischer Tabulatur, 2 für Barockharfe, 3 für diatonische Zister, und einen Ballett in einem experimentellen Accord Nouveau für 12-chörige Barocklaute. Der Inhalt der Manuskripte in der Schachtel ist also nicht ausschließlich für Laute geschrieben. Darum denke ich, dass sie vielleicht nur zufällig wegen ihres musikalischen Inhalts zusammengelegt wurden. Einige gehören aber bestimmt zusammen, wie wir noch sehen werden. Schauen wir uns das einzige Stück an, von einem bekannten Komponist, das Ballet de l'Archiduc Leopold Barbier Richard. Ein hochinteressantes Stück, ebenfalls den Namen eines Komponisten Balthasar Richard und eine Widmung an Erzherzog Leopold Wilhelm trägt. Er bietet einen Anhaltspunkt für die Datierung des Stückes. Die Linien der Tabulatur wurden von Hand gezogen, also nicht mit einem Rastral. Balthasar Richard wurde um 1600 in Mons geboren, südlich von Brüssel, und starb nach 1660. Er ist möglicherweise der Kornettist in der Mitte dieses Ausschnitts aus einem Gemälde von Hansloth, der die Stadtpfeife von Brüssel zeigt. Es ist besonders für sein Instrument, dass ich diese Abbildung gesucht habe. In der Hofkapelle war er als Kornettist und Komponist eingestellt, und zwar vorab 1620. Einer Auflistung der Hofmusiker von 1641 zufolge war sein Gehalt so hoch wie das des stellvertretenden Musikdirektors und das des Organisten. Außer nun einige ihm zugeschriebenen Instrumentalstücke für Geige, Viola da Gamba und Continuo wie diese,
Und dann gab, bei gibt es eben noch Zweifel, ob Samboni der Komponist ist. Dabei scheint nicht viel von der beträchtlichen Menge an Musik, die er wohl geschrieben hat, erhalten zu sein. Zu dem Oeuvre gehörten 8-stimmige Litaneien in Antwerpen veröffentlicht. Werke von ihm wurden in der Bibliothek König Johannes IV. Von Portugal aufbewahrt, doch die Bibliothek wurde durch das Erbeben von Lissabon zerstört. 2 oder 3 seiner Kompositionen waren vor einmal im Vatikan vorhanden und ein Bestandsverzeichnis von Jean Tichon, Maître de Musique an der Königlichen Kapelle in Brüssel, enthält eine Messe zu 17 Stimmen sowie 20 weitere Stücke von Balthasar Richard und eine 8-stimmige Canzone für Violinen und Kornetten. In einem an der Antwerpener Kirche St. Jakobi zusammengetragenen Bestandsverzeichnis steht der Hinweis Richard Balthasar 18 Buchen. Meiner Meinung nach hat er das Ballett für Orchester geschrieben, aber die Tablatur stammt wahrscheinlich von jemand anderem. Balthasar Richard ist auch der einzige uns namentlich bekannte Komponist. Alle die anderen Tablaturen sind anonym. Während seines 40-jährigen Dienstes am Brüsseler Hof arbeitete er schon unter Albrecht und Isabella und danach auch unter Erzherzog Leopold Wilhelm, dem dieses Ballett gewidmet ist. Hier sieht man Leopold Wilhelm und den Palast am Koudenberg, in dem er residierte. Als zweiter Sohn des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches war er Fürstbischof von alle diese Städten. Das bescherte ihm persönliche Einnahmen, ohne dass er tatsächlich kanonische Voraussetzungen erfüllt hätte. Am 11. April 1647 wurde er zum Statthalter der Spanischen Niederlande ernannt, nachdem er im 30-jährigen Krieg gegen Schweden gekämpft hatte. Wie auch immer, er war ein wahrer Kunstliebhaber und Meister und finanzierte seine luxuriöse Lebensweise mit seinem privaten Einkommen. Er hielt sich zum Beispiel ein eigenes Kammerorchester und besaß auch eine erlesene Gemäldesammlung. Er erbte einen Teil und fügte seine eigene Sammlung hinzu, der Beginn der Sammlung des heutigen Wiener Kunsthistorischen Museums. David Teniers, der Zweite, war sein Hofmaler und hier sehen Sie Teniers Darstellung der herzoglichen Sammlung. Nachdem er sich in den Staatsgeschäften gewidmet hatte, zog Leopold Wilhelm sich während der letzten Jahre seines Lebens zurück und frönte ausschließlich der Liebe zur Kunst. In der Zeit Albrechts und Isabellas hatte die Kapelle nur religiöse Musik aufgeführt. Darum brachte Leopold Wilhelm seine eigenen Musiker aus Österreich mit. Die meisten waren Italiener, wie Giuseppe Zamponi, sein Maestro, die Musica di Camera. Aber es gab auch Österreicher und Deutsche, zum Beispiel Froberger, besuchte auch den Hof zu Brüssel 2-mal. Und am 24. Februar 1650 ließ der Erzherzog die erste Oper in Brüssel aufführen, inszeniert für die Festlichkeiten zur Hochzeit Philipps von Spanien mit seiner Nichte Maria Anna von Österreich. Der Titel der Oper lautete Unice an Isola di Circe. Das Libretto war von Amalteo verfasst, Choreografie von Balbi entworfen, Dekor durch Angelini und die Musik im Stil von Cavalli und Cesti von Zamponi komponiert. Es muss großartig gewesen sein und alle Partituren und gemalte Kulissen und Kostüme kehrten mit Leopold zurück, als er sich in Österreich zur Ruhe setzte. Und sie werden heute noch in der Wiener Nationalbibliothek verwahrt. Leonardo Garcia Alarcón leitete die moderne Premiere in Lüttich im Februar 2012 mit der gesamten Musik, außer die Musik für die Ballette, denn die war verloren. Zu dem Ensemble diesem Ereignis gehörten Harfe, Gitarre, Theorben, Lirone, Cembalo und Orgel. Erfreulicherweise kann man einen Teil der Aufführung auf YouTube sehen. Balthasar Richard muss dort anwesend gewesen sein bei der Originalpremiere in 1650 als Kornettist im Orchester.
die oper voor de immer wieder durch balletten wie das berühmte Ballet du Monde unterbrochen. Uns liegen auch wunderbare Zeichnungen der Kostüme vor und der Kulissen, aber leider keine Ballettmusik bis jetzt. Doch wer schrieb dieses Arrangement für Laute in dieser ziemlich einmaligen Stimmung, der älteste noch vorhandenen Fassung in einem Akkordenbuch in Belgien? Es stehen viele Fingersätze drauf und Verzierungen. An den Falten an der zweiten Seite kann man hier sehen, dass das Ganze ein gefalteter Brief war. Es besteht aus vier Sätzen, die Titel lauten Entre les Dés, Bergère, Les Artes und Le Maille. Stammt die Tablatur möglicherweise von den Hoflautenisten Lorenzo van der Linden? Er war Instrumentalist und Lieferant von Instrumenten am Hof zu Brüssel. Er mag aus Antwerpen gewesen sein und bei Emanuel Adriaans studiert haben. Oder war es Albrecht von Hessen, Jacques de Saint-Luc oder Francesco Corbetta, der seine Varie Scherzi Leopold widmete? Oder sonst bei einem anderen Lautenisten, Francesco de Fuo? Während dieses Vortrags in November in Londen erwähnt ich auch diesen Namen Francesco de Fuo. Ein wohl illustrer, aber unbekannter Lautenist, seinen Namen nach zu urteilen, vielleicht ein Italiener oder ein Spanier. Daraufhin kam Michael Lowe, der im Publikum saß, ein Gedanke. Sollte dies wohl François Dufault sein? Mehrere Experten bejahten die Frage. Es passt zeitlich in seine Biografie. Piet Strijkers besorgte mir die Urkunde, in der stand, wann die Fuhr bezahlt wurde. Die Zahlung erfolgt am 22. November 1650. Aber der Betrag wurde an Zamponi ausgezahlt, den Kapellmeister, und zwar für die Bezahlung einer Halskette, die de Fuhr überreicht wurde, wahrscheinlich als Lohn für geleistete Dienste. Also muss de Fuhr vorher in Brüssel gewesen sein. Wie lange vorher, wissen wir vorläufig noch nicht, aber er kann zum Beispiel in demselben Jahr im Februar anwesend gewesen sein, als Ulysses à l'Isola de Circe, die erste Oper in Brüssel von Zamponi, aufgeführt wurde. Tim Crawford bestätigte auch meine Vermutung. Das Datum scheint gut vereinbar, schreibt er, mit der Idee, dass dies in der Tat Dufault ist. Er scheint eher ein typisches Beispiel für eine Sonderzahlung in Naturalien, in diesem Fall eine Goldkette, für eine einmalige Darbietung eines durchreisenden Lautenisten, den ein Beleg für eine formelle Anstellung. Es ist auch interessant zu wissen, dass die Königliche Bibliothek in Brüssel ein Autograf besitzt, nämlich Manuskript 276, das großenteils von Dufault geschrieben worden sein soll. François Pierre Bois schickte mir deshalb Dufaults Unterschrift aus seiner Heiratsurkunde. Es ist nicht gut zu lesen. Allerdings zeigt sich keine Ähnlichkeit mit dem Schrift des Manuskripts Ballet de la Chédule. Dennoch bleibt die Annahme, dass de Fuo und Dufault dieselbe Person sind, sehr plausibel. Es gibt eindeutige Fingersatzbezeichnungen beider Hände, viele Verzierungen, einige anspruchsvolle Spieltechniken, wie das doppelte Abzugsbinden in Takt 3 des ersten Satzes. Es stehen auch Triller da, die Bässe werden durch den Buchstaben A mit Strichen darüber bezeichnet, und zwar bis zu 5 Strichen der 12. Chor. Eine wiederholte Akkord aufwärts in Takt 6, zwar mit dem Mittelfinger. Und nur ein Fehler findet sich im Bass. Takt 9 hat 3 Strichen statt 2 Strichen in Takt 5. Das ist die gleiche Stelle. Nun tritt eine andere wichtige Person ins Bild, Constantijn Huygens, der Brüssel recht häufig besucht hat. Er hat seit seinem 5. Lebensjahr Gambo und Laute gespielt und er spielte voor Schwerink. Er hat auch Cembalo und Orgel gelernt und später noch Theorie und Gitarre gelernt. Als junger Diplomat war er schon mit 20 unterwegs in Europa. Huygens had 8 Sprachen gesprochen und schrieb Gedichte. In seinem langen Leben waren mit diesen berühmte Personen bekannt und korrespondierte mit ihnen.
Er spielte zum Beispiel Laute für König Jakob I. von England. Und in 1625 wurde er Sekretär Friedrich Heinrichs von Oranien, des Statthalters der Vereinten Niederlande. 1630 wurde er zum Ratsherr ernannt und verwaltete den Grundbesitz der Familie Orange-Nassau. Die Anstellung brachte ihm Einnahmen in Höhe von 1000 Gulden jährlich. In demselben Jahr hat er das Gut Zuilichem gekauft und wurde bekannt als Herr auf Zuilichem. Und ab 1647 hat Huygens auch den Nachfolger Friedrichs gediend, Wilhelm II., der Huygens naar Brussel zandte, om nach dem Friede van Münster die schwierigen Verhandlungen mit Spanien zu beginnen und um finanzielle Entschädigungen für die verlorene Gebiete des Hauses Orange-Nassau in den südlichen Niederlanden zu bitten. Am 28. Februar 1650 hat Huygens einen Brief an Zamponi geschrieben, in dem er um Entschuldigung bittet, weil er bei der Premiere dieser ersten Oper in Brüssel nicht anwesend sein konnte. Des von Zamponi komponierten Drama Musicale Ulisse all'Isola di Circe, das als solch ein prächtiges Schauspiel beschrieben wurde, wie man es in diesen Ländern noch nicht gesehen hatte. Wir wissen auch, dass er häufig private Konzerte der Kapelle des Erzherzogs besucht hat, wenn er allgemein vergebens auf Antworten auf seine diplomatische Angebote wartete. Huygens stiftete dem Stadthalter ein Buch mit eigenen Kompositionen unter dem Pseudonym Occupati, ausgegeben durch Ballard und betitelt Pantonia. Guillaume de Bie zufolge war Leopold Wilhelm sehr dankbar. Er ließ diese italienische Airs eines Abends an seiner Tafel singen und seine Hoheit war sehr zufrieden und lobte eure Bemühungen sehr. Der Erzherzog schenkte ihm als Erwiderung ein Heft seiner eigenen italienischen Gedichte. Ist es möglich, dass der gefaltete Brief mit Richard Ballet niemand anderem geschickt wurde als Huygens, der ja verdrossen war, weil er die Aufführung verpasst hatte? Ein verbreitetes Motiv für die Anfertigung von Lautenpartituren muss der indirekte Genuss großer Musikereignisse gewesen sein, deren Zeuge zu werden einem versagt gewesen war. Wie die vierhändige Klavierauszüge von Beethovens Symphonien im 19. Jahrhundert. Die ungewöhnliche Stimmung des Ballett von Richard im Manuskript ist hier unten angegeben. Diese experimentelle Stimmung findet sich nur noch in drei anderen Quellen, in zwei Stücken, die jetzt in Nürnberg liegen, und einem in der Botnia-Handschrift, die in der British Library liegt, aber aus den südlichen Niederlanden stammt. Die C-Moll-Stimmung steht den sogenannten Ton Ravissant oder Flat Tuning na, abgesehen vom sechsten Chor. Jetzt hören wir das Ballett de la Chinook, gespielt von Matthias Rössel. Wir hoffen, dass die Stimmung. Ja, das hoffe ich auch. Okay.